Mein Name ist Christian Schäfer. Ich leite hier im Haus an der Redoute die Bezirksverwaltungsstelle und auch in dieser Funktion möchte ich Sie alle hier herzlich willkommen heißen. Ganz besonders begrüße ich Herrn Günther Herzing und seine Frau Helga Schneider-Herzing. Uns alle eint die Liebe zur Kunst. Für Andy Warhol und Roy Lichtenstein, den Klassikern in der zunächst nur englisch-amerikanischen Pop-Art, war ihre Kunst die Darstellung alltäglicher, banaler Dinge, die ins Blickfeld gerückt waren. Pop-Art hat sich rasant weiterentwickelt. Fantastisches, kraftvolle Farben, Comichaftes, Witziges, Regionaltypisches, Fokussierung des Alltäglichen, der Blick aufs Zwischenmenschliche, Anleihen an klassische Malerei, nichts ist mehr ausgeschlossen. Hier bei Herzing finde ich Andy Warhols Kunstauffassung wunderbar erfüllt. Die Grundlagen nach dem Abitur 1973 hier am Aloysius-Kolleg waren sein Studium der Kunstgeschichte und der Musikwissenschaft in Bonn und danach das Studium im Fachbereich Architektur in Aachen, das er als Diplom-Ingenieur abschloss. Berufsjahre folgten. Die einzige Methode, Kunst zu beurteilen, ist nicht die Methode, Kunst zu interpretieren, sondern sie anzuschauen, bis ein Licht aus ihr hervorgeht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Christian Polentor. Jetzt will ich noch einen kurzen Schritt zurück, um zu diesem Thema Fantasiequelle. Das ist ja wirklich dann das Herz dessen, aus dem man schöpft. Und das ist auch die Quelle für innere Erfüllungen. Ich habe später das gleiche Gefühl bei Spitzwegbildern gehabt. Und ich habe im Studium 13 Semester in einem Dachgeschoss gelebt, wo schräg an der Wand ein großer Spitzweg, der arme Poet, hing. Das hat mich geprägt und ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich habe das dann versucht zu benennen, dass das eine Art wärmender innerer Erfüllungsfunke ist, der da auf einen rüberspringt. Und jetzt dachte ich, wenn ich male, habe ich dieses Erlebnis auch und versuche, diesen Funken in das Bild zu packen, damit er dann, wenn einer sensibel ist, das zu sehen, den wieder empfangen kann. Ja, wir stehen jetzt hier vor einem meiner größten Bilder. Ich habe hier in der Ausstellung zwei Bilder in diesem Format. Und dieses Bild zeigt mit dem Titel Die Oberstube, zeigt es eine Oberstube, auch im realen Sinne eine Dachkammer, aber im geistigen Sinne eben eine Oberstube, im eigenen Kopf. Wir sehen hier das zweite Großformat mit dem Titel Das Werk. Es ist die Abbildung offensichtlich einer Kathedrale, die an einem Sandstrand steht. Die Kathedrale ist speziell, sie hat hier vorne Elemente der Gaudi-Kathedrale aus Barcelona. Im Querschiff hinten sind Elemente, die an die Neviges Wallfahrtskirche von Gottfried Böhm erinnern. Und dazwischen ist ein moderner Glas-Stahlbau errichtet, der auch teilweise fabrikartige Züge hat, also dass der Begriff des Werkes, einerseits Werk im Sinne von Industriewerk zu verstehen ist, aber auch im Sinne von Lebenswerk, weil hier Leute arbeiten sukzessive und sich hocharbeiten und dort oben über eine gläserne Brücke in eine Wolkenhand
in die Ewigkeit marschieren. Es ist der Versuch, auch einen Lebenslauf in idealisierter Form darzustellen. Hier sehen wir ein Werk mit dem Titel Das Kopftheater. Es ist auch wieder mit dem Stilmittel des Kreises umrundet. Der Kreis mit Text kann als Bewusstsein des Betrachters gedeutet werden, durch den er wie ein Fokus dieses Bild betrachtet. Das Gedicht lautet: Man stellt sich vor, das eigene Leben auf der Bühne wird gegeben. Aus der Distanz sehe man den Glanz, auch die Neigung und die Leiden und könnt am End sich selbst beneiden. Letztlich ist es der Versuch, den geistigen Prozess darzustellen, dass der Mensch sich selber mal mit Abstand betrachten soll, um dann zu merken, dass er das ist, was ihm draußen in vielfältiger Form vorgesetzt wird und dass er selber der Hauptdarsteller ist. Dieses Bild trägt den Titel In Dom. Genauer gesagt zeigt es eine Therapiesitzung, die im Dom stattfindet. Wir sehen hier unten eine Frau, die wenig bekleidet ist. Sie offensichtlich therapiert sie den Mann, der dort auf der Liege liegt. Der ganze Bau ist in dunklen Farben gehalten und man sieht hinten im Kirchenschiff ein großes schwarzes Teil, was wie ein Fallbeil sich hier darstellt, was sozusagen die Bedrohung, die da besprochen wird, ausdrückt und oben auch ein Feuerball. Und als Kontrast dazu erscheint hier über dem Paar das Licht, ich sag's mal, das Licht der Vernunft, was jetzt dem zu Therapierenden dort in der Kirche helfen soll. Hier haben wir jetzt ein Kleinformat zum Thema KI. Das ist das Bild Alexa und Rubine. Rubine ist diese attraktive Roboterin und die sagt jetzt hier zugegeben, Alexa hat mehr Bits auf dem Server, aber meine Hammer-Algorithmen sind voll krasser. Darauf antwortet Alexa Tusse. Das soll die Vermenschlichung der Roboter zeigen, die uns noch bevorstehen. Und da ich die ganze Entwicklung äußerst kritisch sehe, sie aber nicht verhindern kann, versuche ich mit einem gewissen Humor satirische Beiträge zu diesem Thema zu machen. Dieses Bild ist ein mittelgroßes Format mit dem Titel Der gläserne Rahmen. Es hat zum Thema eine bunt gekleidete, sehr künstlerisch anmutende Familie, die in einem Museum steht und dort ein weißes, leeres Bild betrachtet und nachdenklich sich überlegt, was man dort sieht. Und der Witz besteht eigentlich darin, dass von außen betrachtet das künstlerisch Interessante, was man ansieht, die Familie selber ist. Das ist ein mittleres Format mit dem Titel Neulich in der Bahn. Es zeigt eine typische Szene in der Straßenbahn. Leicht überzeichnet. Es sind einige Leute dort versammelt. Ein Liebespaar ist in der Mitte und die Nacktheit der Dame zeigt die Entblößung, die über das Handy in der Öffentlichkeit passiert. Und alle, die dort sichtbar sind, sind in irgendeiner Form verkabelt und hängen in einer gewissen Weise an einem Tropf. Das Ganze, was wir hier sehen, nennt sich Dampfexpress und ist in den letzten 18 Jahren
sukzessive entstanden. Das fing mit der Lokomotive an. An der Lokomotive alleine habe ich 3 Monate von morgens bis abends geschraubt. Dahinter ist der Kohletender, das ist Energie, die nicht nachwächst. Ja? Danach kommt ein Wohnwaggon. Dahinter kommt das Thema Natur in Form dieses Baumes mit Baumhaus. Dahinter ein Windrad mit Maschine, das ist dann die erneuerbare Energie. Und hier ganz am Ende gibt es das Thema Religion und Mystik in Form dieser Blechkirche. Das hier ist das Bild mit dem Titel Halle für alle. Man sieht hier als Beispiel, man sieht hier Steiftiere, die an die Steifbörse erinnern. Man sieht Spielzeuge, die an den Spielzeugmarkt erinnern. Man sieht antike Möbel, die den Antikmarkt darstellen. Oben sieht man einen historischen Teil. Willy Brandt erscheint dort, der in 1959 im Zusammenhang mit dem SPD-Parteitag, wo das Bad Godesberger Programm verabschiedet wurde, ebenso den inzwischen weit über 80-jährigen Chris Barber, dem Posaunist, der mit seiner Band regelmäßig einmal im Jahr hier auftritt.